So, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zur nächsten Vorlesung Grundbegriffe der Informatik. Kurzer organisatorischer Hinweis. Am Ende, wenn die Vorlesung vorbei ist, in Anführungszeichen, laufen Sie nicht weg, bleiben Sie noch da. Ein Kollege wird noch etwas erzählen zu einem, erstmal zu einem Schnupperwettbewerb, zu einem kleinen Treffen in einer Woche. Und vielleicht finden Sie da dann ja Interesse, an einem Praktikum teilzunehmen, wo es um Programmieren geht im kommenden Semester. Und es winkt dann die Teilnahme an europäischen Wettbewerben, wo Gruppen vom KIT auch schon gut abgeschnitten haben. So, also am Ende mehr dazu. Wir machen jetzt erstmal wieder wie üblich ein bisschen Übung zu Turing-Maschinen. Da ist also der Standpunkt, naja, also endliche Akzeptoren oder endliche Automaten sind ja ganz schön, aber die haben nur endlich viel Speicher. Ja, es gibt nur endlich viele Zustände und sonst nichts. Das reicht für einfache Probleme, aber man merkt schnell, dass man an die Grenzen kommt. Und eine Alternative ist, eine mögliche Erweiterung ist zu sagen, ja, wir spendieren dem endlichen Automaten auch noch zusätzlichen, wie soll man sagen, in Anführungszeichen Hauptspeicher oder so, Arbeitsspeicher. Das ist dann also bei der Turing-Maschine, die Alan Turing entworfen hat, definiert hat, als starke Vereinfachung dessen, was vielleicht auch beim Menschen jedenfalls zum Teil der Fall ist. Wir haben ein eindimensionales Band, ja, unterteilt in Felder, da stehen irgendwelche Symbole auf jedem Feld 1. Und der Fall, der uns hier nur interessiert, ist, also es gibt endlich viele Felder, da steht was Interessantes in Anführungszeichen und der ganze Rest des unendlich langen Bandes ist auf allen übrigen Feldern mit einem sogenannten Blank-Symbol beschriftet. Wir benutzen hier so einen leeren Kasten oder so, manche andere Autoren was anderes, um zu sagen, hier steht nichts Interessantes, ja. Und der Punkt ist erstens, der Speicher ist viel größer. Ja, also die Turing-Maschine kann da über beliebig viele Felder laufen und da irgendwelche Dinge hinschreiben. Ist nicht beschränkt auf 3 Felder oder 17 oder was auch immer. Und das, was da steht, zum Beispiel am Anfang die Eingabe, die Turing-Maschine kann die einmal lesen, irgendwelche Dinge tun, weiter rechts, dann nochmal zurückkommen, nochmal wieder lesen. Was war denn eigentlich die Eingabe? Da hat man mehr Möglichkeiten als bei endlichen Akzeptoren, deutlich. Und insbesondere bei Turing-Maschinen kann einem das passieren, was einem bei Java auch passieren kann, mit einer While-Schleife. Eine Berechnung endet nie. Ja? Es gibt unendlich lange laufende Berechnungen. Hier ist eine einfache Turing-Maschine. Für das, was wir jetzt erstmal beschreiben, ist die sogar noch recht kompliziert. Das könnte man einfacher machen, aber wir wollen sie ja dann noch weiter verwenden. Stellen Sie sich vor, da steht am Anfang eine Folge von Nullen und Einsen auf dem Band, also Dualzahldarstellung von irgendeiner nicht negativen ganzen Zahl. Hier 1, 0, 1, 0, 10. Und im Zustand A erstmal, wenn die Maschine eine 0 liest, sie schreibt sie wieder, fährt nach rechts. Wenn sie eine 1 liest, sie schreibt die auch wieder. Also Nullen bleiben unverändert, Einsen bleiben unverändert. Die Turing-Maschine fährt einfach erstmal immer weiter nach rechts. Das ist sozusagen Initialisierungsphase, bis sie auf ein Blank-Symbol trifft. Dann schreibt sie da so ein Gatter hin, so ein Hash-Symbol und macht wieder einen Schritt nach links und geht in Zustand B. So. Und dann beginnt die eigentliche Arbeit. Also jetzt im Zustand B, die Maschine steht auf dem am weitesten rechts stehenden Bit. Und was die Maschine jetzt macht, in der Überschrift, hier steht schon Zähler erniedrigen, sie interpretiert das als Zahl und erzeugt eine neue Binärdarstellung, nämlich von der 1 kleineren Zahl. Wie macht man das? Na, man macht alle. Also man geht nach links, bis man eine Möglichkeit, das zu machen, ja, ist jetzt nach links zu gehen, bis man eine 1 gefunden hat. Dann hat man also 1 und dahinter unter Umständen ein paar Nullen. Also nach links gehen,
Nullen stehen lassen, nach links gehen, bis man bei einer 1 ist. Das passiert hier ziemlich schnell. Und dann hat man also eine 1 und rechts davon vielleicht noch 0. Und 1 erniedrigen bedeutet, aus der 1 eine 0 machen und rechts davon aus den ganzen Nullen lauter Einsen. Ne? Also aus 1, 0 wird jetzt 0, 1. Also die erste 1, die man findet, wird durch eine 0 ersetzt und man geht die Maschine hier geht in den Zustand C, geht nach rechts und jetzt, solange sie da noch Nullen sieht, kann ja sein, dass die im Zustand B die Maschine über ein paar Nullen hinweggegangen ist, aus jeder 0 wird eine 1 gemacht. Also hier aus der 0 wird eine 1 und dann sehen Sie, aus 1, 0 wurde 0, 1, Zähler stand 1 kleiner und irgendwann ist die Turing-Maschine im Zustand C auf dem Gatter, auf dem Hash-Symbol. Und dann ist sie fertig mit dem Erniedrigen. Und jetzt in der einfachen Variante kann man sagen, okay, jetzt das lassen wir stehen als Markierung. Gehen wieder eins nach links in Zustand B. Und dann geht es halt wieder von vorne los. Dann erniedrigt die Turing-Maschine jetzt diesen Zählerstand. Jetzt waren wir von 10 nach 9 gekommen. Das nächste ist jetzt von 9 nach 8. Also bis zur 1 fahren, da muss die Turing-Maschine gar nichts machen. Da steht sie schon, macht da draus eine 0, geht in Zustand C. Und schon einen Schritt nach rechts und jetzt weiter rechts stehende Nullen gibt es gar nicht. Die Turing-Maschine ist gleich im Gatter, auf dem Gatter macht einen Schritt nach links B, ist man bei 8. Von 8 nach 7, das dauert jetzt ein bisschen länger, da muss man ziemlich weit gehen, bis man die 1 gefunden hat, macht aus der eine 0 und dann geht es im Zustand C zurück, macht aus den ganzen Nullen Einsen. Oh, Entschuldigung. Und dann ist man also von 8 nach 7 gekommen. Naja, und so weiter, ne? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwann ist der Zählerstand 0. Und dann die Turing-Maschine fährt wieder nach links und sucht die erste 1, fährt über diese ganzen Nullen hinweg und findet aber keine 1, sondern stattdessen irgendwann ein Blank-Symbol. Und dann ist klar, weiter runterzählen geht nicht mehr. Und dann wollen wir sagen, hier jetzt diese Maschine hält an. Das Blank lässt sie stehen und geht in Zustand D noch und einen Schritt nach rechts. Meinetwegen, ja. Dann hat man aus irgendeinem Zählerstand, der da am Anfang stand, hat die Turing-Maschine am Ende lauter Nullen gemacht, ja, mit viel Hin- und Herfahren und Schritt für Schritt um 1 erniedrigen. Das hätte man natürlich einfacher haben können, wenn es einem nur darum ginge, da lauter Nullen hinzuschreiben. Aber wir wollen die Maschine jetzt weiterverwenden. Sozusagen als Bestandteil mit Anführungszeichen als Unterprogramm einer größeren Turing-Maschine, die Folgendes macht. Also die kriegt als Eingabe, genau wie die eben, halt so eine nicht leere Folge von Nullen und Einsen. Das repräsentiert also irgendeine Zahl m. Und die neue große Turing-Maschine soll jetzt als Ausgabe liefern, wenn sie irgend so jetzt etwas machen und als Ausgabe soll dann nur noch ein Wort dastehen, das besteht aus lauter A's, nämlich so viele A's, wie am Anfang binär dargestellt, da kodiert war. Also wenn da am Anfang 1010 steht, Dualzahldarstellung von 10, diese 4 Bits, dann am Ende sollen da 10 Zeichen auf dem Band stehen, nämlich 10 A's und außenrum alles Blank-Symbole. Also das ist, wenn Sie so wollen, Umwandlung von Binärdarstellung nach, wie man sagt, Unärdarstellung, ja. Die Zahl ist repräsentiert durch die Länge des Wortes, das da steht. Und wenn da eben am Anfang 1, 0, 0, 0, 0 steht, die Zahl 16, am Ende sollen da 16 A's stehen. Und wie machen wir das? Also wir benutzen natürlich jetzt eben diese Turing-Maschine von eben und bauen die ein bisschen um. Also erstens im Zustand C, wenn wir da am rechten Rand angekommen sind, also ne, im B, wir fahren nach links zur ersten 1, machen aus der 1 eine 0 und dann im Zustand C, wir fahren wieder nach rechts, machen aus allen Nullen Einsen, bis wir das Gatter finden. Und jetzt in der Situation, wenn der Zähler um 1 herum gezählt worden war, dann als nächstes, deswegen haben wir da ein Gatter noch sicherheitshalber mit reingemalt, jetzt rechts von dem Gatter werden A's hingeschrieben. Und jedes Mal, wenn man den Zähler um 1 runtergezählt hat, wird rechts ein weiteres A hingeschrieben. Das heißt, im Allgemeinen werden da schon einige A's stehen. Und wenn man jetzt rechts von dem Gatter dann noch ein A haben will, dann muss man also erstmal über die A's hinweggehen,
die da vielleicht schon stehen. Also spendieren wir jetzt einen neuen Zustand E. Und wir gehen also vom Gartenzaun aus eins nach rechts. Und solange da A's stehen, wir gehen weiter nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Über die ganzen A's hinweg, die da schon sind, bis man auf ein Blank-Symbol trifft. Da schreibt man dann dieses eine weitere A hin und macht sich wieder auf den Weg nach links. Und was hat man jetzt zu tun? Naja, jetzt wieder über die ganzen A's zurück zum Zähler. Also man hat einen Zustand F, über alle A's weiter nach links, nach links, nach links, bis man wieder bei dem Gartenzaun angekommen ist. Und dann macht man noch einen Schritt nach links, dann steht man wieder auf dem niedrigstwertigen Bit der Eingabe und geht da wieder in Zustand B und jetzt wieder von vorne. Zähler 1 erniedrigen, nach rechts gehen, ein weiteres A anhängen, wieder nach links gehen. Das macht man so lange, bis der Zählerstand 0 ist. Ne? So, die Turing-Maschine entdeckt, dass der Zähler auf 0 runtergezählt ist, weil sie im Zustand B nach links läuft, über alle Nullen auf der Suche nach einer 1 und keine mehr findet, sondern nur noch ein Blank. Und dann ist sie also hier in dem Zustand D und es ist klar, da stehen jetzt lauter Nullen. Man hat meinetwegen von 10 runtergezählt auf 0 und dann steht da der Gartenzaun und dahinter stehen jetzt 10 A's. Und jetzt muss man die ganzen Nullen und den Gartenzaun noch wegmachen, damit da nur noch die A's da stehen. Und das kann man jetzt in dem Zustand D noch machen. Also man geht über die ganzen Nullen wieder nach rechts, ersetzt die alle durch Blank-Symbole und den Gartenzaun auch. Und dann ist man fertig. Wenn man dann hier bei einem ersten A, beim ersten A ist, geht es nicht mehr weiter, die Turing-Maschine hält. So. Und dann kann man sich jetzt fragen, wie ist das mit dem Zeitbedarf zum Beispiel dieser Turing-Maschine. Also das ist etwas, das hatten wir dann am Ende der letzten Vorlesung definiert. Man kann jetzt erstmal, wenn man sich mal vorstellt, die Turing-Maschinen, mit denen wir zu tun haben, halten jetzt in diesem Abschnitt des Kapitels ausnahmsweise mal für jede Eingabe, keine Endlosschleifen. Dann könnte man sich erstmal für jedes Eingabewort einzeln hinschreiben. Oder eine Funktion definieren, die er mir für jedes Eingabewort einzeln sagt. Wie viele Schritte macht die Turing-Maschine denn, bis sie die Endkonfiguration erreicht hat, bis sie anhält? Und das ist aber etwas, das will man im Allgemeinen nicht detailliert aufschreiben. Das ist viel zu kompliziert, ja. Und manchmal kriegt man es vielleicht gar nicht raus. Deswegen, was man typischerweise macht, ist, diese Worst-Case-Komplexität erstmal hinzuschreiben. Also jetzt ganz etwas gröber als für jedes Wort einzeln, für jede Wortlänge. Der schlimmste Fall über alle Wörter dieser Wortlänge n, wie viele Schritte muss man denn warten, höchstens bis die Turing-Maschine gehalten hat. Diese Funktion, die ich jetzt mal Time mit einem großen T hier genannt habe, das nennt man die Zeitkomplexität der Turing-Maschine. Ja. Oder etwas genauer Worst-Case-Komplexität oder Zeitkomplexität im schlimmsten Fall. Und man sagt, die ist polynomiell, wenn es eben ein Polynom gibt, sodass diese Funktion in O von diesem Polynom ist. Ja, und in unserer Beispiel-Turing-Maschine hier, was haben wir da? Also die Größe der Eingabe, wenn wir die mal mit N bezeichnen, das ist ein Wort aus Nullen und Einsen der Länge N, das repräsentiert eine Zahl M. Ah, da ist ein Fehler, da können führende Nullen sein. Also das, wenn wir keine führenden Nullen haben, dann ist n größenordnungsmäßig log m. Ne? Oder anders gesagt, die Zahl m kann schlimmstenfalls 2 hoch n sein. Einmal Zähler erniedrigen, da müssen Sie einmal über die n-Bits hinweggehen, höchstens. Schlimmer kann es nicht sein. Dann, wenn Sie erniedrigt haben, rechts machen Sie ein weiteres a hin, da müssen Sie über einige a's erstmal hinweggehen. Das können höchstens m-a's sein. Sobald Sie m-a's haben, bleiben Sie da stehen. Das sind also höchstens 2 hoch n-Schritte, aber eben 2 hoch n, ja. Wenn da vorne 10 Einser stehen, wenn das die Binärzahl 2 hoch 10 ist, minus 1. Dann hinten stehen ja irgendwann 1021, 1022, 1023 A's.
Also 2 hoch n Schritte, um über die ganzen A's im schlimmsten Fall hinwegzugehen bis zu einem Blank und da noch ein A hinzuschreiben. Und na, das wiederholt man halt so oft, wie die Zahl sagt. Und die Zahl ist schlimmstenfalls 2 hoch n. Das heißt, man hat 2 hoch n Wiederholungen und jedes Mal, man macht irgendetwas, was 2 hoch n plus n Schritte im schlimmsten Fall dauert. Also insgesamt hat man 2 hoch n mal n plus 2 hoch n. Und diese obere Schranke ist jedenfalls größenordnungsmäßig 4 hoch n. Ja? Also die Turing-Maschine ist jetzt nicht besonders schnell, aber das liegt einfach daran, dass das Ergebnis so groß ist, als manchmal, ja, erzwungenermaßen. So, und der Platzbedarf ist natürlich ganz banal. Also man hat die n-Felder, wo am Anfang die Eingabe steht, und man braucht die m-Felder, das werden also bis zu 2 hoch n sein, also viel mehr als die Eingabe, wo die Ausgabe hingeschrieben werden muss, irgendwo. Und das heißt größenordnungsmäßig, diese Turing-Maschine hat großen Platzbedarf, ja, exponentiell in der Länge der Eingabe. Weil halt die Ausgabe so groß ist, da kann man nichts machen. Turing-Maschinen-Akzeptoren gibt es auch, ja. Da reden wir dann also nicht darüber, das Ergebnis steht auf dem Band und sonst alles andere muss gelöscht sein oder so etwas, sondern man guckt einfach auf die Zustände der endlichen Steuereinheiten. Man hat da wie bei endlichen Akzeptoren eine Teilmenge festgelegt von akzeptierenden Zuständen. Und man sagt dann, eine Turing-Maschine akzeptiert eine Eingabe, wenn sie anhält und dann, wenn sie angehalten hat, dann in einem Zustand aus dieser Teilmenge groß F der akzeptierenden Zustände ist. Also es ist völlig irrelevant, ob die Turing-Maschine während der Berechnung, solange sie noch irgendetwas tut, in akzeptierenden oder nicht akzeptierenden Zuständen ist. Das interessiert keinen. Es geht nur darum, am Ende, wenn sie angehalten hat, der letzte Zustand der Steuereinheit, ist das ein akzeptierender oder nicht? Naja, und mit L von T bezeichnen wir dann die Menge der Wörter, die von der Turing-Maschine eben akzeptiert werden. Und hier ist eine, die ist schon ein bisschen komplizierter, aber Sie können es ja zu Hause nochmal angucken. Was macht die? Also hier S ist der Startzustand, nie vergessen, immer Startzustände kennzeichnen, ja, also den Startzustand der jeweiligen Maschine, Turing-Maschine, endlicher Automat. Und was die macht, ist im Wesentlichen erstmal, also wenn Sie der ein Wort geben aus A's und B's, und es stehen vorne die A's und hinten die B's. Wenn hinter einem B ein A kommt, dann können Sie mal angucken, dann bleibt die Turing-Maschine stehen, ohne zu akzeptieren. Der einzige akzeptierende Zustand hier ist dieses E. Die fährt über die A's hinweg nach rechts und hüpft da immer hin und her zwischen den Zuständen A1 und A0. Und wenn sie ein A sieht, ne? In A1 mit einem A nach A0 und lässt das A stehen und in A0, wenn ein A kommt, nach A1, aber dieses A wird ersetzt durch ein Hash-Symbol. Das heißt, im Wesentlichen, die Anzahl der A's wird halbiert, jedes zweite A wird durch ein Gatter ersetzt. Ne? Also geht hier rüber, das erste, das liegt daran, wie der Anfangszustand hier festgelegt ist. Aus dem ersten A wird ein Gatter, das wird stehen gelassen. Das nächste wird wieder gelöscht, sondern irgendwann kommt man in A1 oder A0 zu einem B und dann wird mit den Bs das Gleiche gemacht wie mit den As. Und zwar so ein kleines bisschen geschickt. Sie sehen, dass hier, naja, also beim Übergang von dem A zum B, da sehen Sie, dass hier im einen Fall das erste B wird gelöscht. Das ist in dem A1. Das macht man dann, wenn das zuletzt gesehene A gelöscht wurde. Und hier hinten, das von A0 nach B1, das erste B lässt man stehen. Das macht man dann, wenn das zuletzt gesehene A auch stehen gelassen wurde.
Und das führt dann also hier dazu, wenn zuletzt ein A gelöscht wurde, dann das erste B wird gelöscht und dann jedes zweite B wird gelöscht sozusagen. Das heißt, grob gesagt, man halbiert die Anzahl A's und B's. Also wenn die Anzahl ungerade ist, die Anzahl A's, die übrig bleibt, ist halt ein bisschen kleiner als die Hälfte. Und dann geht die Turing-Maschine wieder zurück an den Anfang. Und dann stehen nur noch halb so viele A's und B's, sage ich mal, salopp da. Und die Turing-Maschine macht das Gleiche wieder. Und dann löscht sie die. Und irgendwann stellt sie fest, wenn sie im Anfangs und immer, also alles, was man schon hat an Hash-Symbolen, wird einfach überlaufen. Ja, man guckt sich lange Zeit einfach nur die A's und B's an. Ne? Und immer gleichzeitig Anzahl A's und Anzahl B's wird verkleinert, und zwar um gleich viel, na, wenn es geht. Und wenn das gut geht, wenn es gleich viele A's und B's sind, dann irgendwann stellt man fest, im Zustand S, wenn man jetzt guckt, okay, und jetzt nochmal, wir suchen ein A. Man findet keines mehr. Man geht von vorne bis hinten, überall sind Hash-Symbole, es waren immer gleich viele A's und B's, deren Zahl man halbieren konnte. Zuletzt hat man ein A gelöscht und ein B, zum Beispiel hier. Und wenn Sie dann da hinten bis zum Blank-Symbol kommen, dann wissen Sie, es waren tatsächlich gleich viele A's und B's. Das haben Sie dann festgestellt. Wenn Sie eine Eingabe nehmen mit unterschiedlich vielen A's und B's, dann merken Sie also nach dem ersten Durchgehen, naja, hinterher sind wieder unterschiedlich viele A's und B's. Und das ist halt das, was man sicherstellen muss. Wenn es vorher unterschiedlich viele sind, hinterher auch, wenn auch weniger. Und dann passiert nämlich das, dass Sie hier nicht zurückkommen zu dem, wir gehen zurück an den Anfang, sondern Sie bleiben unterwegs irgendwo stecken. Sie haben hier zwei A's, von denen Sie eins löschen, aber hier nur ein B. Das erste B lassen Sie stehen, weil das letzte A gelöscht wurde. Und dann, weil Sie in dem Zustand B1 sind, Sie suchen verzweifelt ein zweites B, das Sie dann löschen können als Pendant zu dem zweiten A, und dann scheitern Sie. Und dann enden Sie in dem Zustand B1 und es wird abgelehnt. Und diese Turing-Maschine akzeptiert genau die Wörter mit gleich vielen A's vorne und B's hinten, also die Sprache der A hoch K, B hoch K. Das ist keine reguläre Sprache, haben wir gesehen. Das ist eine kontextfreie Sprache, haben wir gesehen. Und es gibt offensichtlich eine Turing-Maschine, die diese Sprache akzeptiert. Und die Mitteilung ist übrigens, jede kontextfreie Sprache können Sie mit einer Turing-Maschine entscheiden. Da gibt es immer eine Turing-Maschine, wenn die Sprache kontextfrei ist. Aber es gibt auch noch viel mehr Sprachen, die nicht kontextfrei sind. Und es gibt immer noch einen Turing-Maschinen-Akzeptor. Und der Zeitbedarf hier, man fährt da einmal von links nach rechts und wieder zurück und halbiert dabei jedes Mal die Anzahl der A's und B's, die noch übrig sind. Also halbieren in Anführungszeichen, ne? Wenn das K gerade ist, genau halbieren. Wenn das K ungerade ist, K minus 1 halbe bleiben übrig, sogar ein bisschen weniger. Und das heißt, nach log n Durchläufen, wenn das Wort in Ordnung ist, hat man alles weggemacht, und jeder Durchlauf dauert asymptotisch n Schritte. Das heißt, Zeitbedarf n log n für diese Turing-Maschine. So, machen wir weiter in der Vorlesung. Also Zeitbedarf ist klar, ja. Genauso können Sie gucken, wie viele Felder werden denn benötigt. Und es gibt Turing-Maschinen, die viele Felder benötigen, nicht nur für die Ausgabe, sondern auch für Zwischenberechnungen. So, und jetzt gibt es zwei Beobachtungen. Erstens, natürlich, wenn eine Turing-Maschine, sagen wir, 42 Schritte macht, bis sie hält, dann sie hat auf einem Feld, stand sie am Anfang mit ihrem Kopf, und dann mit jedem weiteren Schritt, mit jedem von den 42 Schritten, sie kann nur ein weiteres Feld betreten. Natürlich. Das heißt, wie viele Felder werden benötigt im Allgemeinen? Das können Sie offensichtlich verallgemeinern, wenn die Turing-Maschine Time von W viele Schritte macht. Wie viele Felder also kann sie betreten? Also erstens,
in jedem Schritt ein neues. Und außerdem noch eins, wo sie ganz am Anfang steht. Also so viele Felder, da kann der Kopf drauf rumfahren. Und außerdem haben wir gesagt, es gelten Felder als benötigt, wenn da ein Eingabesymbol steht, auch wenn die Turing-Maschine da nie hinfährt. Das sind blöde Turing-Maschinen, die ihre Eingabe gar nicht angucken, aber es ist nicht verboten. Ja. Und dann fehlt hier, glaube ich, ein Plus 1. Also der Platzbedarf ist immer beschränkt durch Größe n der Eingabe plus Anzahl Schritte. Und das heißt, wenn der Zeitbedarf polynomiell ist, dann das hier Polynom von n plus n ist immer noch ein Polynom von n. Und wenn Sie hier noch ein Plus 1 schreiben, auch noch. Das heißt, jede Turing-Maschine mit polynomieller Laufzeit hat auch garantiert nur polynomiellen Platzbedarf. Umgekehrt, wenn eine Turing-Maschine k Felder benötigt, Platzbedarf k hat für eine Berechnung, dann gibt es natürlich viele, relativ viele verschiedene Bandbeschriftungen, die sie da irgendwann mal haben kann. Da kann also alles stehen außer einem Blank-Symbol, sagen wir mal grob. Also wenn wir wirklich Abschnitte der Länge k betrachten, wo was Sinnvolles steht, da können also exponentiell in k viele relevante verschiedene Inschriften ab und zu mal stehen, mal die eine, mal die andere. Also zum Beispiel diese Turing-Maschine von vorhin, sie schreiben am Anfang einen Zählerstand hin. Aber wenn die Turing-Maschine jetzt da immer wieder drüber fährt und auf 0 runterzählt und dann am Ende meinetwegen das auf jeden Fall immer akzeptiert, dann hat sie da exponentiell viel Zeit verbraten mit dem Zählerstand runterzählen auf 0 und am Ende einfach akzeptieren. Das hätte man schneller machen können, aber man muss ja nicht. Ne? Also es gibt Turing-Maschinen, die haben zwar nur polynomiellen Platzbedarf, also Zähler runterzählen, das braucht nur Platz n, ja? Die, mehr als die n-Bits, die Felder, wo die Bits der Eingabe stehen, wird man nicht groß betreten. Noch eins dahinter, eins davor meinetwegen. Ja? 2 plus n. Aber der Zeitbedarf ist exponentiell. Jemand weist mich übrigens gerade darauf hin, heute haben wir den 12.02.21, wenn man das so hinschreibt, es ist ein Palindrom. Hurra! Dankeschön, ja. Um 11.11 Uhr haben wir auch wieder ein Palindrom. In der Uhrzeit. Und 11 Sekunden später nochmal. So. Und jetzt noch ganz wichtig, man betrachtet sogenannte Komplexitätsklassen. Das wird Ihnen noch oft über den Weg laufen. Ach so, hier nochmal, warum das minus 1? Ich habe hier jetzt einfach mal das Blank-Symbol ausgeschlossen und gesagt, also das, wir beschränken uns auf Bandabschnitte, wo nirgends das Blank-Symbol steht. Ja. Wenn Sie das auch noch mit erlauben, dann wird es noch mehr. Ja. Aber dann wird es schwieriger zu sehen, wo ist denn das Ende des interessanten Bandabschnitts. Aber das ist unerheblich, ja, exponentiell in K. Komplexitätsklassen. Komplexitätsklassen sind Mengen von Problemen, nicht Mengen von Turing-Maschinen oder endlichen Automaten, Mengen von Problemen, also zum Beispiel Entscheidungsproblemen. Beschränken wir uns bitte auf Entscheidungsprobleme hier. Also sprich, eine Komplexitätsklasse ist eine Menge formaler Sprachen. Also zum Beispiel die formale Sprache aller Wörter der Form a hoch k, b hoch k. Diese eine formale Sprache ist ein Entscheidungsproblem, ist ein Element in manchen Komplexitätsklassen. Zum Beispiel in der Komplexitätsklasse groß P. So, und was einen oft interessiert, nicht ausschließlich, aber oft ist, dass man sagt, ich interessiere mich für die Entscheidungsprobleme, für die formalen Sprachen, die ich halbwegs effizient lösen kann. Also wo ich halbwegs schnell rauskriegen kann, ob ein Wort in der Sprache drin ist oder nicht. Das heißt, oft definiert man Komplexitätsklassen dadurch, dass man sagt, ah, hier sind jetzt mal nur Probleme, Entscheidungsprobleme, formale Sprachen drin, für die es eine Turing-Maschine gibt, die zum Beispiel immer das Richtige tut, die richtigen Wörter akzeptiert und ablehnt in der Zeit, schlimmstenfalls n hoch 3, O von n hoch 3.
Und wenn Sie wollen, können Sie auch noch fordern. Und gleichzeitig der Platzbedarf ist höchstens O von n hoch 3/2 mal log n oder was auch immer, ja. Wobei n immer die Größe der Probleminstanz ist, also jetzt bei formalen Sprachen des Eingabewortes. So, und da gibt es zwei ganz wichtige Komplexitätsklassen. Die eine heißt Groß P. Früher hieß die mal öfter mal noch P-Time, jetzt heißt sie nur noch P seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Das ist die Komplexitätsklasse aller Entscheidungsprobleme, also die Menge aller formalen Sprachen. Ja, jede einzelne formale Sprache ist ein Element in Groß P. Und zwar die formalen Sprachen, für die jeweils gilt. Es gibt für jede Sprache einzeln jeweils eine Turing-Maschine, natürlich für verschiedene Sprachen verschiedene Turing-Maschinen, aber jeweils eine Turing-Maschine, die diese formale Sprache akzeptiert und entscheidet, also für jedes Wort sagt, es ist drin oder es ist nicht drin. Und der Zeitbedarf der Turing-Maschine ist jeweils nur, sage ich, polynomiell. Deswegen das Groß P, das kommt von polynomiell. Polynomielle Zeit. Die Entscheidungsprobleme, die man in polynomieller Zeit erschlagen kann, mit einer Turing-Maschine. Platzbedarf egal, aber wenn der Zeitbedarf polynomiell ist, kann der Platzbedarf ja auch nur polynomiell sein, haben wir gerade gesehen. Und dann gibt es auch noch diese Komplexitätsklasse P-Space. Da sind alle formalen Sprachen drin mit der Eigenschaft, es gibt jeweils eine Turing-Maschine, die dieses Problem löst und für jede Probleminstanz der Platzbedarf ist polynomiell beschränkt. Also zum Beispiel Palindrome, sowas wie 12.02.21. Palindromerkennung ist ein Entscheidungsproblem, das ist in P. Wir haben eine Turing-Maschine gesehen, die arbeitete in quadratischer Zeit letztes Mal und hat herausgefunden, ob irgendetwas ein Palindrom ist. Also die formale Sprache aller Palindrome ist in P. Wir werden im nächsten Kapitel etwas kennenlernen, das heißt reguläre Ausdrücke. Und dann können Sie sich von zwei regulären Ausdrücken fragen, die beschreiben formale Sprachen. Und dann können Sie sich fragen, wenn Sie zwei reguläre Ausdrücke haben, beschreiben die die gleiche formale Sprache? Das kann man rauskriegen, algorithmisch. Und dieses Problem ist in P-Space. Das heißt, es gibt eine Turing-Maschine mit der folgenden Eigenschaft: Wenn Sie der immer zwei reguläre Ausdrücke aufs Band schreiben und dann die Turing-Maschine laufen lassen, dann wird die rechnen, rechnen, rechnen. Der Platzbedarf der Turing-Maschine ist polynomiell beschränkt in der Länge der beiden regulären Ausdrücke, die Sie da reingesteckt haben. Und am Ende wird die Turing-Maschine immer halten und immer korrekt mitteilen, beschreiben die regulären Ausdrücke die gleiche formale Sprache oder verschiedene. Das funktioniert bei regulären Ausdrücken, aber nicht bei Java-Programmen. Sie können nicht entscheiden, hier sind zwei Java-Programme, tun die das Gleiche. Das ist viel komplizierter. Ich habe schon gesagt, wenn eine Maschine nur polynomiell viele Schritte macht, kann sie auch nur polynomiell viele Felder betreten. Deswegen P ist eine Teilmenge von P-Space. Wie ist es umgekehrt? Jetzt Obacht, ja. Also ich habe gerade schon gesagt, es gibt Turing-Maschinen, die brauchen nur polynomiellen Platz und veranstalten da aber exponentiell viele Schritte. Ja? Zähler mühsam runterzählen auf Null und dann einfach alles akzeptieren. Egal, wie lange das Runterzählen gedauert hat. Ja? Haben Sie linearen Platz, exponentielle Zeit, fertig. Solche Turing-Maschinen gibt es. In diesem simplen Beispiel sieht man, dass man es schneller kann. Einen Zähler auf Null stellen und dann einfach akzeptieren, egal was vorher war. Das ist simpel, ja. Die Frage ist, ist es immer so trivial und kann man dann immer runterkommen auf polynomiell viele Schritte oder nicht? Es könnte sein, dass es für jedes Problem aus P-Space, es könnte sein, aber man weiß es nicht, dass sie für jedes Problem aus P-Space eine Turing-Maschine, dann gibt es immer eine Turing-Maschine, die polynomiellen Platz braucht, nur. Es könnte sein, dass die Turing-Maschine erstmal exponentielle Zeit braucht. Es könnte sein, dass es jetzt dann immer eine schnellere gibt, die nur polynomiellen Zeitbedarf hat. Aber man weiß es nicht, ja?
Und bitte, in P und P-Space sind Probleme, nicht Turing-Maschinen. Deswegen, dass manchmal eine Turing-Maschine langsam ist, die ein Problem aus P-Space oder P entscheidet, bedeutet gar nichts. Es geht darum, eine Schnelle zu finden. Und es ist leider vollkommen unklar, ob Sie, wenn Sie eine Turing-Maschine haben, die ein Problem aus P-Space löst, also die nur polynomialen Platz und die nur polynomialen Platz braucht, ob Sie dann auch den Zeitbedarf drücken können, immer oder nicht. Mit anderen Worten, weil die umgekehrte Inklusion gilt, P ist Teil von P-Space, es ist bis zum heutigen Tage ein großes offenes Problem, ob diese beiden Klassen gleich sind oder ob P-Space größer ist. Sollten Sie das rauskriegen, sagen Sie bitte Bescheid, dann sorge ich dafür, dass Ihr Bachelorstudium signifikant abgekürzt wird. So viel zu Zeitkomplexität, bisschen Raumkomplexität und Komplexitätsklassen. Ja? Und P und P-Space und andere werden Ihnen noch oft genug über den Weg laufen. Und in diesem abgeschlossenen Abschnitt jetzt haben wir gesagt, der Einfachheit halber, wir stellen uns vor, Turing-Maschinen halten für jede Eingabe, damit unsere Funktionen, die den Zeitbedarf abschätzen, einfach totale Funktionen sind. Ja? Aber das war wirklich nur für diesen einen Abschnitt. Jetzt ist der Abschnitt vorbei. Jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt, im letzten Abschnitt, ist es jetzt wieder ganz wichtig, dass wir insbesondere im Auge haben, dass es sein kann, dass eine Turing-Maschine für eine Eingabe nie hält, sondern läuft und läuft und läuft und läuft. Und die Frage ist, wie schlimm ist das? Kann man das immer rausfinden und dann die Turing-Maschine umkonstruieren? Oder kann man zumindest rausfinden, dass das manchmal passieren würde, auch wenn man die Turing-Maschine vielleicht nicht umkonstruieren kann? Solche Dinge interessieren uns. Und als Vorbereitung will ich Ihnen zumindest plausibel machen, dass man jede Turing-Maschine in harmloser Art und Weise als ein Wort über irgendeinem endlichen Alphabet beschreiben kann. Und zwar also ein festes endliches Alphabet, und wir nehmen jetzt einfach mal dann das mit diesen vier Symbolen. Man kommt auch mit weniger Symbolen aus, ja. Aber der Punkt, also damit es bequem ist und anschaulich, wir nehmen eckige Klammern und Nullen und Einsen. Und ich will Ihnen plausibel machen, jede Turing-Maschine, egal wie viele Zustände die hat, egal wie viele Bandsymbole die hat, egal was die tut, egal wie die Funktionen definiert sind, die Turing-Maschine kann man beschreiben durch ein, jede Turing-Maschine kann man beschreiben durch ein Wort über diesem gleichen endlichen Alphabet mit vier Symbolen. Wie macht man das? Ach so, und das, was wir jetzt hier tun, ist dann sozusagen eine sogenannte Gödelisierung, wie das manchmal heißt. Das heißt so nach einem Mathematiker Kurt Gödel, der 1931, und Sie sehen, er ist 1906 geboren, er war da gerade mal 25, ja, diese fundamentale Arbeit geschrieben hat. Die ist auch zugänglich, ja, können Sie da mal reingucken, mit dem deutschen Titel, das war damals eine Wissenschaftssprache, über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandte Systeme, Römisch 1. Und was er da macht, er beweist etwas über, na, ich sage jetzt mal etwas salopp, etwas zum Thema Prädikatenlogik erster Stufe, die haben wir ja gesehen. Sowas in der Art. Und etwas genauer zeigt er, also wenn man da ein formales System macht, das sowas kann wie Prädikatenlogik erster Stufe. Und man sorgt dafür, dass man über natürliche Zahlen reden kann und Addition und Subtraktion und Multiplikation. Dafür braucht es nicht viel, ja. Dann immer, wenn man so ein formales System hat, beweist Herr Gödel, gibt es eine Formel, und man hat so ein formales System mit Axiomen und Schlussregeln und man kümmert sich darum, was ist beweisbar in diesem formalen System. Ja? Dann immer beweist Herr Gödel, es wird
eine Formel geben, die ist zwar wahr, aber in diesem formalen System nicht beweisbar. Das heißt, Sie werden, salopp gesagt, nie beweisen können, also Sie werden nie ein formales System bauen können, in dem Sie alle Aussagen beweisen können, die wahr sind in der Mathematik. Es gibt immer Formeln, die sind wahr, aber nicht beweisbar. Und Herr Gödel macht das so, die grundlegende Idee, weshalb das Gödelisierung heißt, er sagt, aha, also wir können über natürliche Zahlen reden und aus jeder Formel kann ich ja ich kann Formeln durch Zahlen beschreiben, Zahlen entsprechen Formeln, ich kann das irgendwie durchnummerieren. Und das ist dann in der Arbeit sozusagen das, was man heute Gödelisierung nennt. Und also wenn man über Zahlen redet, man redet sozusagen auch gleich über Formeln. Und dann zeigt er, es gibt, wenn man so ein formales System hat, mit Axiomen und Ableitungsregeln und so, dann gibt es immer eine Formel, die sagt, so etwas wie die Formel mit der Nummer 42 ist nicht beweisbar und 42 ist ihre eigene Nummer. Das heißt, es gibt eine, was er zeigt, ist, es gibt eine Formel, die sagt, ich bin nicht beweisbar. Und dann hat man gewonnen. Das ist eine wunderschöne Idee. Und diese Selbstreferenz und Negation, das werden wir dann gleich nochmal wieder sehen in ein paar Folien. Ja. Also, das heißt Gödelisierung nach Kurt Gödel. Es ist einfach die Beschreibung von Turing-Maschinen durch Wörter aus Nullen und Eins und eckigen Klammern. Und das machen wir einfach so. Wenn Sie irgendeine Turing-Maschine haben, die ist also festgelegt durch Zustandsmenge groß Z, Ihren Anfangszustand, Bandalphabet X, das Planck-Symbol, die Funktion, Zustandsüberführungsfunktion, die Ausgabefunktion und die Kopfbewegungsfunktion sozusagen. Ja. Wie kodieren wir das als so ein Wort? Also erstmal, wir kodieren die Zustände. Wir stellen uns vor, Sie nummerieren die einfach durch und zwar Konvention Nummer 0 ist der Anfangszustand. Und dann repräsentieren Sie einfach diese Nummern durch gleich lange Binärdarstellungen, gleich lang, damit es bequemer ist. Und jeder Zustand ist dann also eine Binärdarstellung und außenrum wollen wir sagen noch eckige Klammern. Also meinetwegen eckigen Klammern alles 0, 0, 0, 0, 0, wie viel Bits auch immer man braucht. Man nimmt halt so viel, dass es reicht. Das ist immer der Anfangszustand und dann Zustand 1 hat halt in eckigen Klammern 0, 0, 0, 1 und so weiter. Genauso macht man es mit dem Bandsymbol. Man nummeriert sie durch und Konvention, das Planck-Symbol kriegt Nummer 0. Also 0 in eckig, viele, ein paar Nullen in eckigen Klammern ohne 1, das ist die Kodierung des Planck-Symbols und die anderen Symbole irgendwie durchnummeriert. Ja, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 und so weiter. Also Zustände werden einfach binär repräsentiert als Binärwörter, Bandsymbole auch. Und was haben wir noch? Naja, diese Funktionen f, g und m. Die Funktionswerte von f und g sind einfach Zustände und Bandsymbole. Da wissen wir schon, wie wir es kodieren. Die Funktionswerte von m sind die Zahlen minus 1, 0, 1 für die Kopfbewegung. Da definiert man auch irgendwas Harmloses, meinetwegen hier so 1, 0, 0, 0 und 0, 1. Und wenn die 1 links steht, soll das bedeuten, der Kopf wird nach links. Meinetwegen, wenn die 1 rechts steht, der Kopf wird nach rechts. Und wenn da keine 1 steht, der Kopf bleibt stehen. Also das sollen die Kodierungen sein, diese drei Zahlen minus 1 und 1. Man muss es ja, man will es nur einfach irgendwie harmlos machen, sodass man leicht herausfinden kann, was es bedeutet. Ja. Ja, dann weiß man also, wie man die einzelnen Funktionswerte dieser Funktionen hinschreibt. Und dann muss man halt jetzt die ganzen Funktionen noch kodieren. Und das wollen wir so machen. Also für jedes Paar aktueller Zustand und gerade gelesenes Bandsymbol gibt es ja zwei Fälle. Erster Fall, die drei Funktionen f, g und m sind definiert. Also zum Beispiel sowas im Fall a und Planck-Symbol. Die neuen Werte von f, g und m sind Zustand b, Symbol 1 und Kopf nach rechts. Und dann wollen wir für dieses eine Paar a, Planck-Symbol, das sind die Funktionswerte, wollen wir sagen, na, das kodieren wir dann so, dass wir nochmal in zusätzlichen eckigen Klammern hinschreiben,
Codierung des ursprünglichen Zustands, wenn A der erste Zustand ist, der Anfangszustand, ne, 0, 0. Wenn Blank-Symbol das erste Symbol ist, genau, meinetwegen 0, wenn man nur zwei Symbole hat. Und dann eben neuer Zustand B, 0, ist meinetwegen kodiert 0, 1. Die 1 ist kodiert vielleicht als 1. Und Kopf nach rechts ist 0, 1, haben wir gesagt. So, und dann können Sie so für jede Kombination von aktueller Zustand und aktuellem Bandsymbol können Sie irgendwie sowas hinschreiben, wenn F, G und M definiert sind. Und wenn die nicht definiert sind, na, dann schreibt man halt für den Zustand und das Bandsymbol meinetwegen dreimal eckige Klammern hin und nichts dazwischen. Kein neuer Zustand, kein neues Symbol, keine Kopfbewegung. Ne? Und so haben Sie dann also für jedes Paar aktueller Zustand und aktuelles Bandsymbol so ein Fünftupel festgelegt mit nochmal eckigen Klammern außenrum. Und dann die Codierung, das ist jetzt also für ein Argumentpaar, und dann die Codierung der ganzen Funktion. Da schreiben Sie halt die Dinger für alle Kombinationen Zustand und Bandsymbol hintereinander. Und meinetwegen, ja, meinetwegen so. Und die Codierung der ganzen Turing-Maschine, da schreiben Sie dann halt hin, also sicherheitshalber einmal die größte Nummer eines Zustandes, damit man weiß, wie weit das geht. Die größte Nummer eines Bandsymbols, damit man weiß, wie das geht. Und dann die Codierungen eben von F, G und M, so wie wir das gerade gesagt haben, ne? Für alle Quintupel, für alle Paare aktueller Zustand, Bandsymbol. Und vielleicht nochmal eckige Klammern außenrum. Ist nicht wichtig. Ja? Das müssen Sie auch nicht auswendig lernen. Ich will nur sagen, offensichtlich kann man harmlos Turing-Maschinen durch Wörter beschreiben. So, und wenn für eine Turing-Maschine T als Codierung, so wie wir es hier definiert haben, irgendein Wort W rauskommt, dann wollen wir diese Turing-Maschine auch schlicht als TW bezeichnen, ja, T-Index W. Zu dem Thema Gödelisierung und der Beweisidee von Herrn Gödel kommt noch die Frage, ob das nicht irgendwie so eine russische Antinomie ist. Nein, aber also da müsste man jetzt detaillierter einsteigen. Das ist jetzt nichts für die für heute oder für die Erstsemestervorlesung. Aber gehen Sie irgendwann in formale Systeme in die Vorlesung, da lernen Sie das sicherlich. So, also TW ist die Turing-Maschine mit Codierung W. Und es gibt natürlich Wörter W, die sind nicht Codierung einer Turing-Maschine, da gibt es dann halt kein TW. Das gibt es natürlich auch. Aber so wie wir es festgelegt haben, ist es relativ einfach. Da können Sie schon ein Java-Programm schreiben, das von einem Wort feststellt, also ist das jetzt syntaktisch korrekte Codierung einer Turing-Maschine oder nicht. Da steht vorne, was ist der größte Zustandsnummer, größte Bandsymbolnummer. Und dann stehen da hoffentlich eben vollständig alle Kombinationen für F, G und M. Das kriegen Sie raus. Das ist harmlos zu machen. Das ist so harmlos, da glauben Sie mir hoffentlich auch, dass das sogar eine Turing-Maschine machen kann. Also wenn man der irgendein Wort hinschreibt, die fährt erstmal da drauf ein bisschen hin und her eine Zeit lang, um festzustellen, ist das die Codierung einer Turing-Maschine oder nicht. Und deswegen kann man dann auch eine andere Turing-Maschine bauen, die heißt universelle Turing-Maschine üblicherweise. Dass man das tun kann, das ist eine etwas längliche Konstruktion, aber überhaupt kein Hexenwerk. Ja. Die arbeitet wie folgt. Also Mitteilung, es gibt zum Beispiel für die Codierung, die wir festgelegt haben, eine universelle Turing-Maschine. Und die macht das folgende. Der geben Sie immer auf dem Band als Eingabe zwei Wörter, W1 und W2, damit man die unterscheiden kann. W1 nochmal in eckigen Klammern, W2 nochmal in eckigen Klammern. Ja. Und W1 und W2 sind auch Wörter aus eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, Nullen und Einsen. Das ist das Bandalphabet, ja. Und das Blank-Symbol noch. Und was die Turing-Maschine macht als erstes ist, sie guckt erstmal, dass dieses Wort W1, ist das die syntaktisch korrekte Codierung einer Turing-Maschine? Also
das, was ich gerade gesagt habe, das kann auch eine Turing-Maschine, diese Syntaxanalyse. Stimmt, das ist das eine Kodierung. Wenn das eine Kodierung ist, einer Turing-Maschine, dann guckt die universelle Turing-Maschine als zweites. Das, was hier als Wort W2 steht, ist das die Kodierung einer Folge von Bandsymbolen dieser Turing-Maschine, die hier vorne kodiert ist. Also abgesehen von den Blank-Symbolen, ist das die Kodierung eines Stückchens Bandbeschriftung? Ist das die Kodierung einer Eingabe für die Turing-Maschine, die durch W1 kodiert ist? Sollte eins von beiden nicht der Fall sein, dann hält die universelle Turing-Maschine an und sagt, nee, das war ja syntaktischer Quatsch hier, damit kann ich nichts anfangen. Ja? Der interessante Fall ist, W1 ist die Kodierung einer Turing-Maschine und W2 ist die Kodierung einer Eingabe für die Turing-Maschine, die durch W1 kodiert ist. Und was dann die universelle Turing-Maschine macht, und das ist der interessante Fall, ist, sie simuliert sozusagen die Turing-Maschine, was die Turing-Maschine, deren Kodierung hier steht, getan hätte oder tun würde, wenn man ihr als Eingabe das gäbe, was hier durch W2 kodiert ist. Also sie simuliert Schritt für Schritt die Turing-Maschine, die durch W1 beschrieben ist. Also wenn Sie so wollen, ein Interpreter für Turing-Maschinen. So wie Sie ein Java-Programm schreiben können, dem Sie ein Java-Programm geben und das universelle Java-Programm simuliert dann das eingegebene Java-Programm. Also die universelle Turing-Maschine simuliert die hier beschriebene Turing-Maschine W1 Schritt für Schritt und am Ende liefert die universelle Turing-Maschine, salopp gesagt, das gleiche Ergebnis wie die simulierte. Wenn wir über Ausgaben reden im Sinne von, das steht am Ende auf dem Band, dann die Universelle liefert auf ihrem Band die Kodierung dessen, was die Kodierte auf ihrem Band am Ende hätte. Wenn es ums Akzeptieren geht, einfach die Universelle akzeptiert genau dann, wenn TW1 akzeptiert hätte. Und ja, die Universelle ist so, das funktioniert immer. Sie können der universellen Turing-Maschine auch ihre eigene Kodierung geben. Und als Eingabe die Kodierung von Kodierung einer Turing-Maschine und Kodierung einer Eingabe. Und dann wird die universelle Turing-Maschine sich selbst simulieren, Schritt für Schritt, und das tun, was sie tun würde, nämlich die W1 simulieren für die Eingabe W2. Ja, ja, das geht. Immer. Kein Problem. So, also so etwas gibt es, ja. Ohne dass wir uns das jetzt im Detail angucken. Ja, und jetzt, wenn Sie das glauben, dann können wir jetzt tatsächlich hart beweisen, dass es Probleme gibt, die man nicht algorithmisch lösen kann. Wenn man mal glaubt, dass das äquivalent ist zu dem Beweis, ja, man kann es nicht mit Turing-Maschinen. So, und hier ist ein konkretes Problem, ein Entscheidungsproblem, eine formale Sprache. Und in dieser formalen Sprache sollen alle Wörter W sein mit der folgenden Eigenschaft. W ist syntaktisch korrekte Kodierung einer Turing-Maschine. Und wenn man der Turing-Maschine mit Kodierung W ihre eigene Kodierung als Eingabe gibt, dann macht die Turing-Maschine irgendetwas, ganz egal was, Hauptsache sie hält. Das ist eine formale Sprache. Also es gibt Turing-Maschinen, die sind so. Zum Beispiel die Turing-Maschine, die einfach nur gleich einen Schritt macht, egal was da steht, und sofort stehen bleibt und akzeptiert. Also akzeptieren ist egal, einfach nur, sie macht einen Schritt und bleibt stehen. Oder vielleicht sie macht gar keinen Schritt, bleibt sofort stehen. Wenn die Turing-Maschine immer stehen bleibt, dann natürlich auch, wenn man ihr ihre eigene Kodierung aufs Band schreibt. Und wenn Sie die Turing-Maschine nehmen, die nie schreibt, sondern egal, was da steht, immer ständig einen Schritt nach rechts geht, immer weiter nach rechts, nach rechts, nach rechts, dann wird die nie halten, egal, was auf dem Band steht. Also sie wird auch nicht halten, wenn man ihr ihre eigene Kodierung aufs Band schreibt. Also offensichtlich, es gibt Turing-Maschinen-Kodierungen, die sind hier dabei. Und es gibt Kodierungen von Turing-Maschinen, die sind hier nicht dabei, ja. Das ist die formale Sprache. Die,
das ist jetzt noch ein bisschen künstlich. Ich meine, die wenigsten Menschen interessieren sich für die Java-Programme, die anhalten, wenn man ihnen als Eingabe ihren eigenen Quelltext gibt. Aber wenn man erstmal das eine Problem hat, sehr, sehr einfach kommt man zu anderen, interessanteren Problemen und sieht, ah, die kann man auch nicht lösen. Denn die Behauptung ist, das Halteproblem ist diese formale Sprache, ja. Dieses Halteproblem ist unentscheidbar. Das heißt, es gibt keine Turing-Maschine, die das entscheidet. Das heißt, es gibt keine Turing-Maschine mit den folgenden Eigenschaften. Wenn ich ihr ein Wort gebe, das in H drin ist, dann sagt mir diese Turing-Maschine irgendwann, ja, W ist in H drin. Das heißt, wenn du der Turing-Maschine, die durch W beschrieben ist, ihre eigene Codierung als Eingabe gibst, dann wird die Turing-Maschine halten. Und was diese Turing-Maschine auch tun müsste, aber was eben nicht geht, ist, wenn man der ein Wort gäbe von einer Turing-Maschine, die nicht hält, wenn man ihr ihre eigene Codierung gibt, dann müsste immer noch für die Entscheidung nach endlich vielen Schritten die Mitteilung kommen, nach endlich vielen Schritten die richtige Mitteilung kommen. Für diese Codierung W, die Turing-Maschine hält nicht, wenn man ihr eigenes W als Eingabe gibt. Also man möchte immer eine Antwort, ja, für jedes W, egal ob das W drin ist, dann möchte man die Antwort ja, gehört dazu. Und wenn das W nicht da drin ist, möchte man die Antwort nein, gehört nicht dazu. Und das hinzukriegen, schafft keine Turing-Maschine. Und das bedeutet tatsächlich, es gibt kein Problem, es gibt ein Problem, das man nicht algorithmisch lösen kann. Es gibt keine Turing-Maschine, es gibt kein Java-Programm, es gibt vermutlich nichts, was jeder als Algorithmusbegriff akzeptieren würde, was dieses Problem löst. Also noch einmal, das ist fundamental wichtig, deswegen habe ich es auch schon in der ersten Vorlesung gesagt, damit Sie das nie vergessen, noch einmal. Ja? Es gibt Probleme, die Sie nicht algorithmisch lösen können. Und nicht nur dieses Komische hier, sondern auch interessante Probleme, wie wir gleich sehen werden. Kernidee des Beweises ist Diagonalisierung. Das weiß ich nicht, vielleicht haben Sie das in der Mathematikvorlesung schon gesehen. Geht zurück zumindest auf Herrn Cantor, der das benutzt hat, um zu beweisen, dass die Menge der reellen Zahlen viel größer ist als die Menge der natürlichen Zahlen. Also es gibt keine surjektive Abbildung von den natürlichen Zahlen auf die reellen Zahlen. Und die Kernidee ist wunderschön und wie das bei wunderschönen Ideen ist, ganz einfach. Und das geht so. Sie haben eine große Tabelle, also eine zweidimensionale Tabelle mit unendlich vielen Zeilen, Zeile 0, Zeile 1, Zeile 2 und unendlich vielen Spalten, 0, 1, 2, 3. Und also die Zeilen sind durchnummeriert sozusagen mit Funktionen F0, F1, F2, also für jede nicht negative ganze Zahl hier eine Funktion. Und die Spalten sind durchnummeriert in Anführungszeichen mit Argumenten, W0, W1, W2 auch so viele wie nicht negative, so negative ganze Zahlen. Und dann schreiben Sie einfach in Zeile I, Spalte J den Funktionswert jeweils rein. Also hier in der Zeile für F2, in der Spalte für W3 steht einfach der Funktionswert F2 von W3. Da stehen einfach die ganzen Funktionswerte drin. Ja? Und wir stellen uns mal vor, die Funktionswerte sind irgendwie Zahlen. So eine Tabelle haben wir, ja. Unendlich viele Zeilen, aber nur in Anführungszeichen so unendlich viele, wie es natürliche Zahlen gibt und auch nur so unendlich viele Spalten. Und was man jetzt möchte, ist, eine Zeile hinzuschreiben von potenziellen Funktionswerten, von der man sich klar machen kann, dass die in der Tabelle nicht vorkommt. Dafür braucht man mindestens zwei mögliche Funktionswerte. Wir haben ja gesagt, wir haben N0. Ja. So. Wie komme ich zu einer Zeile, von der ich beweisen kann, dass die in der Tabelle nicht vorkommt? So, und ja, die Methode heißt Diagonalisierung, das heißt die Beobachtung von Herrn Cantor,
spätestens war, na, man nimmt sich jetzt erstmal in der großen Tabelle die Elemente her, die hier auf der Diagonalen stehen. Also F0 von B0, F1 von W1, F2 von W2, F3 von W3. So, die kann ich mir mal nebeneinander hinschreiben, mache daraus eine Zeile, die nenne ich mal D wie Diagonale. Diese Zeile, ob die da oben in der Tabelle irgendwo vorkommt, ist offensichtlich völlig unklar, ja. Also es könnte ja sein, dass in der fünften Zeile vielleicht einfach diese Zeile D steht. So, und jetzt ist aber die Beobachtung, Sie können diese Diagonale kaputt machen, total verderben, indem Sie einfach in dieser Zeile D jeden Wert, der da steht, ändert. Und ich habe jetzt mal einfach hier über jeden Wert einen Querstrich gemacht, also statt F0 von W0 so was anderes. Und die Definition von was anderes soll sein, also wenn hier oben eine 0 steht, wenn Fi von Wi 0 ist, dann hier unten in der Zeile, die nenne ich jetzt D quer, dann, wenn oben eine 0 steht, soll unten eine 1 stehen. Und wenn oben keine 0 steht, dann soll unten eine 0 stehen. Also wenn oben eine 1 oder was auch immer, unten eine 0, wenn oben eine 0, unten eine 1. So, und diese Zeile D quer, das ist auch wieder eine Zeile von Werten, andere Werte, ja. D quer ist anders als D, und zwar überall. Was ist mit der Zeile D quer? Kann das die Zeile sein für F0? Kann nicht sein, ne? Denn in der Zeile D quer steht als erstes F0 von W0 quer. In der Zeile für F0 steht F0 von W0. Und die Konstruktion hier war ja so, dass garantiert dieser Wert hier unten in der Zeile D quer, der erste Eintrag in D quer, anders ist als der erste Eintrag in der Zeile für F0. Also die erste Zeile kann das D quer auf keinen Fall sein. Die zweite Zeile kann es aber auch nicht sein, denn von der zweiten Zeile unterscheidet sich die Zeile D quer an der zweiten Stelle. Wir haben ja gerade den Wert hier umgekippt. Und D quer kann auch nicht die dritte Zeile sein, denn D quer unterscheidet sich von der dritten Zeile an der dritten Stelle. Und es unterscheidet sich an der vierten Stelle von der vierten Zeile. Und so weiter und so weiter und so weiter. D quer unterscheidet sich von der Zeile für Fi in der Spalte für Wi. D quer kommt garantiert in der ganzen Tabelle nirgends vor. Also die Beobachtung 1 ist, so eine Zeile gibt es immer. Ja? Und man kann sie sozusagen relativ leicht beschreiben. Eine mögliche Zeile. Ja. So, und was man jetzt mit dieser Zeile anstellt, wie man jetzt diese Diagonalisierungsidee anwendet, das variiert jetzt von Anwendung zu Anwendung. Ja. Und eine ist eben das hier sozusagen. Nochmal, ja, die formale Sprache, das Halteproblem, die Menge aller W mit W ist kodiert eine Turing-Maschine und TW von W hält, ist unentscheidbar. Und bitte, es ist wichtig, man redet hier über Entscheidbarkeit. Also wenn W da drin ist, da kann man das natürlich rauskriegen, für die Wörter kann man rauskriegen, dass TW von W hält. Man simuliert einfach TW für ihre eigene Kodierung als Eingabe und simuliert und simuliert und simuliert. Und wenn sie irgendwann hält, merkt man das bei der Simulation irgendwann, dann kann man sagen, ja, W gehört zu H. Das Problem ist, wenn W nicht dazugehört, wenn das zwar eine Kodierung einer Turing-Maschine ist, aber die Turing-Maschine hält für ihre eigene Kodierung als Eingabe nicht, dann mit Simulieren gewinnen sie nichts. Da simulieren sie und simulieren sie und simulieren sie. Die Turing-Maschine wird nie halten, die Simulation wird nie enden. Sie werden nie auf plumpe Art und Weise herausfinden, die Turing-Maschine hält nicht. Also sie möchten immer eine Antwort. So. Und was machen wir? Ja, wir benutzen Diagonalisierung. Diese Spalten WI, dann nehmen wir einfach, stellen wir uns vor, das sind die Kodierungen aller Turing-Maschinen. Das
sind höchstens, also nicht mal alle Wörter aus eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, 0 und 1, die können Sie der Reihe nach hinschreiben in irgendeiner Reihenfolge. Ja. Und die Zeile FI, die Zeilen, die stehen für die Turing-Maschinen, die durch diese WI kodiert sind. Und die Funktionswerte sollen sein, also Sie haben dann für jede Turing-Maschine eine Zeile, ne? Für jede Kodierung einer Turing-Maschine eine Zeile, also für jede Turing-Maschine. Und was schreiben Sie in die Tabelle rein? Einsen und Nullen. Und wenn Turing-Maschine WI für Eingabe WJ hält, dann schreiben Sie da eine 1 rein. Also FI von WJ in der Tabelle von eben ist dann eine 1. Und wenn TWI für Eingabe WJ nicht hält, und WI ist aber die Kodierung einer Turing-Maschine, dann schreiben Sie dann 0 rein. So haben Sie eine Tabelle mit vielen Nullen und Einsen. Ja? Und jetzt machen Sie im Prinzip das hier, also hier viele Nullen und Einsen. Turing-Maschine mit Kodierung W3 hält für Eingabe W4, ja oder nein. 1 hält, 0 hält nicht. Lauter Nullen und Einsen. Und jetzt machen Sie diese Konstruktion. Sie nehmen die Nullen und Einsen auf der Diagonale D und kippen die Bits alle um. Aus Einsen werden Nullen, aus Nullen werden Einsen. Dann haben Sie dieses D quer. Behauptung, also nein, und wir wissen, diese Zeile von Nullen und Einsen kommt nicht in der Tabelle vor. Das heißt, diese Zeile von Nullen und Einsen entspricht keiner Turing-Maschine. Hier sind alle Turing-Maschinen. Da haben Sie hier irgendetwas, was keiner Turing-Maschine entspricht. Und was haben wir gemacht? Wir haben die Bits auf der Diagonale genommen. Das heißt, wir haben immer geguckt, die Turing-Maschine, die durch W0 kodiert wird, was macht die mit ihrer eigenen Kodierung W0? Die Turing-Maschine, die durch W1 kodiert ist, was macht die mit ihrer eigenen Kodierung W1? Und so weiter. Ja? Und was wir jetzt machen, also wir haben, genau, und wir haben uns gerade überlegt, für diese Zeile D quer, weil die Zeile D quer in der Tabelle nicht vorkommt, kann es keine Turing-Maschine geben, ja? Die sich genau so verhält mit den Nullen und Einsen, mit Halten und Nichthalten, wie das hier die Zeile beschreibt. Kann es nicht geben. Und jetzt den Beweis, dass man das Halteproblem nicht entscheiden kann, machen wir so. Wir zeigen, wenn man das Halteproblem entscheiden könnte, dann gäbe es auch eine Turing-Maschine für diese Zeile D quer. Aber für D quer gibt es keine Turing-Maschine. Diese Zeile kommt in der Tabelle nicht vor. Das ist der Plan. Ja? Also, wir machen einen sogenannten indirekten Beweis. Wir nehmen an, für das Halteproblem, es gibt eine Turing-Maschine, die das Halteproblem entscheidet. Also egal, ob W zu H dazugehört oder nicht, die Turing-Maschine T-Halt sagt mir immer nach endlich vielen Schritten, ja, W gehört zu H oder nein, W gehört nicht zu H. Und wir zeigen, wenn es diese Turing-Maschine gäbe, dann gäbe es auch eine Turing-Maschine für diese kaputte Diagonale von eben. Und für die kann es aber keine Turing-Maschine geben. So. Beweis durch Bildchen, also formal, man müsste jetzt genau Turing-Maschinen konstruieren und beweisen, dass sie das Gewünschte tun, aber das sparen wir uns mal. Das ist technisch, aber langweilig. Angenommen, wir haben eine Turing-Maschine hier mal als Kasten hingemalt für das Halteproblem. Da stecke ich also immer Kodierung einer Turing-Maschine rein und die beantwortet, kann die Antwort die Frage beantworten, Turing-Maschine mit Kodierung WJ, hält die für ihre eigene Kodierung als Eingabe? Und wenn sie hält, dann sagt mir diese T-Halt-Turing-Maschine, ja, die hält. Also insbesondere T-Halt hält und sagt dann ja. Und wenn T-WJ für Eingabe WJ nicht hält, dann hält T-Halt auch und sagt nach endlich vielen Schritten, nein, T-WJ hält nicht für Eingabe WJ.
So, wenn Sie diese Turing-Maschine haben, dann kann man die jetzt leicht ein kleines bisschen erweitern. Also hier sowohl bei Ausgabe Nein als auch bei Ausgabe Ja, T-Halt endet in irgendeinem Zustand, ja, und sagt irgendwie Ja und Nein. Und in diesen Zuständen, da machen Sie jetzt noch ein bisschen was. Und wenn die hier sagt Ja, dann bauen Sie die größere Turing-Maschine außenrum so, dass in diesem Zustand, wenn T halt gesagt hat, ja, die Turing-Maschine hier hält, dann gehen Sie hier in eine Endlosschleife. Und wenn die Turing-Maschine T halt gesagt hat, nein und hat gehalten, dann halten Sie wirklich. Das ist alles. Das ist eine neue, größere Turing-Maschine. Die nennen wir jetzt mal T verstorbene Diagonale. Und also das, was man hier dazu konstruieren muss, ist ganz harmlos. Ja? Wenn T halt eine Turing-Maschine wäre, den Rest könnte man problemlos dazu basteln. Man braucht noch nicht mal einen zusätzlichen Zustand, ja, nur ein paar andere Übergänge, wenn ich mich nicht täusche. So, dann hat man eine neue Turing-Maschine. Das wäre dann eine Turing-Maschine, wenn es die für T halt gäbe. So, was macht denn diese Turing-Maschine T verdorbene Diagonale? Die habe ich jetzt schon so genannt, ja. Wenn ich dir irgendein WJ als Eingabe gebe, das Erste, was sie macht, ist, ja, sie schmeißt die Turing-Maschine T-Halt an, um festzustellen, hält T-WJ für die eigene Kodierung als Eingabe. Und wenn sie halten würde, wenn die Antwort ja wäre, dann die größere Turing-Maschine würde nicht halten. Und wenn die hier drin nicht halten würde, dann würde die große hier außenrum halten. Also TWJ nicht halten würde, dann nach endlich vielen Schritten würde T halt sagen, nein, die TWJ würde nicht halten und dann halte ich. So, und jetzt, wenn das eine Turing-Maschine wäre, T-Diag quer, dann hätte die eine Kodierung. Und dann geben wir ihr jetzt mal ihre eigene Kodierung als Eingabe. Geben wir diese Turing-Maschine ihre eigene Kodierung als Eingabe. Was macht sie? Na, sie gibt ihre eigene Kodierung erstmal dieser T-Halt-Turing-Maschine und lässt überprüfen, halte ich für meine eigene Kodierung als Eingabe? Und wenn T-Halt sagt, ja, du hältst für deine eigene Kodierung als Eingabe, dann, was die Turing-Maschine macht, ist nicht halten. Und wenn T halt sagen würde, nein, du wirst für deine eigene Kodierung als Eingabe nicht halten, dann hält die Turing-Maschine. Das kann nicht sein, ja? Das ist ein kompletter Widerspruch, weil sich halt diese Turing-Maschine per Konstruktion anders verhält als jede Turing-Maschine. Das kann keine Turing-Maschine sein. Und deswegen kann es diese Turing-Maschine hier drin, die wir als Blackbox benutzt haben, so, wo wir angenommen haben, ja, die gibt es, die kann es gar nicht geben. Und damit sind wir fertig. T halt ist diese Turing-Maschine, die insbesondere einem nach endlich vielen Schritten sagt, nein, irgendeine Turing-Maschine würde für ihre eigene Kodierung als Eingabe nicht halten. Das immer nach endlich vielen Schritten rauszufinden, ist unmöglich. Also hier haben wir ein erstes Problem, was mit Turing-Maschinen nicht entscheidbar ist. Und deswegen auch nicht mit Java-Programmen, denn jedes Java-Programm können Sie mit der Turing-Maschine simulieren. Langsam, aber es geht. Ach so, und was ich jetzt hier die ganze Zeit suggeriert habe, was auch richtig ist, es gibt unendlich viele Turing-Maschinen übrigens. Also diese Tabelle ist wirklich unendlich. Denn also, es gibt mindestens eine Turing-Maschine mit einem Zustand, eine mit zwei, eine mit drei, eine mit vier, eine mit fünf Zuständen. Ja, es gibt unendlich viele Turing-Maschinen. Und also, ja, diese Diagonalisierung, die passiert jetzt. Also ein Teil der Diagonalisierung ist, also die Diagonale anzugucken, steckt in diesem Halteproblem. Wir geben einer Turing-Maschine ihre eigene Kodierung. Das ist das, was vorhin hieß, wir picken uns die Elemente auf der Diagonalen der großen Tabelle heraus.
Und dann verdorbene Diagonale, das Verderben machen wir hier sozusagen, jedenfalls in einem Fall, indem wir in eine Endlosschleife gehen, wenn hier die Antwort ist, eine Turing-Maschine hält, und indem wir halten, wenn hier die Antwort ist, eine Turing-Maschine hält nicht. Da machen wir das kaputt. So, jetzt hat man also ein erstes Problem, was nicht mit Turing-Maschinen, nicht mit Java-Programmen, mit nichts zu erschlagen ist. Jetzt, wie gesagt, nur wenige Menschen interessiert es, ob ihr Java-Programm hält, wenn man ihm als Eingabe den eigenen Quelltext gibt. Aber wenn Sie erstmal das haben, kann man leicht andere Probleme konstruieren, wo man auch sieht, dass sie unentscheidbar sind. Zum Beispiel, Sie müssen der Turing-Maschine nicht Ihre eigene Codierung geben. Sie können auch fragen, ich habe hier eine Turing-Maschine, wird die halten, wenn ich die loslaufen lasse und am Anfang das Band ist komplett leer, überall steht das Blank-Symbol. Also noch einfacher sozusagen als eigene Codierung. Auch das können Sie nicht entscheiden, weil Turing-Maschinen angesetzt auf das leere Band, auch wenn sie nur wenig Zustände haben, ganz viele Schritte machen können und dann immer noch halten. Wir werden das gleich noch kurz sehen. Dann ein bisschen komplizierter. Sie wollen entscheiden, Sie haben als Eingabe Codierungen von zwei Turing-Maschinen und Sie möchten wissen, diese beiden Turing-Maschinen, die hier codiert sind, tun die für alle Eingaben das Gleiche? Also, wenn sie halten, halten sie beide. Wenn sie nicht halten, dann halten sie beide nicht. Und wenn sie beide halten, dann liefern sie auch das gleiche Ergebnis. Auch das können Sie nicht herausfinden. Und das ist ganz blöd für die Leute in Programmieren, denn es gibt keinen automatischen Java-Programmvergleicher. Das ist äquivalent dazu. Sie können nicht automatisch überprüfen lassen, ob eine studentische Lösung und die Musterlösung für alle Eingaben das gleiche tun. Nicht in allen Fällen. Also natürlich können Sie sich dann einschränken auf gewisse Java-Programme mit ganz einfacher Struktur oder so. Aber im Allgemeinen, Äquivalenz von Programmen ist nicht algorithmisch entscheidbar. Genauso im Compilerbau, wenn Sie das jemals hören, werden Sie sehen, manchmal will man herausfinden, ob gewisse Codestücke vielleicht gar nicht erreicht werden, ob man Stücke vom Programmtext einsparen kann. Oder bei Turing-Maschinen ein gewisser Zustand, wird der überhaupt gebraucht? Kann ich den nicht einfach streichen und die Turing-Maschine tut immer noch das Gleiche? Können Sie nicht automatisch überprüfen. Nicht in allen Fällen. So. Und zum Abschluss, um Ihnen nochmal klarzumachen, was auch ein Problem wäre, Sie haben ein Java-Programm und eine Eingabe für das Java-Programm, eine Eingabe, die für das Programm gedacht ist, ja, und Sie möchten wissen, dieses Programm für diese Eingabe, wird es anhalten oder nicht? Oder habe ich da aus Versehen eine Endlosschleife programmiert? Ja, oder allgemeiner, hier ist ein Java-Programm, gibt es eine Eingabe, sodass das Programm in einer Endlosschleife läuft? Können Sie nicht automatisch herausfinden. Und warum das so schwierig ist, zum Beispiel Endlosschleifen zu finden, da will ich Ihnen noch ein bisschen was zeigen, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, dass das offensichtlich schwer ist. Ja. Wenn Sie sich erinnern, dass die erste Turing-Maschine, die ich Ihnen gezeigt hatte, hatte drei Zustände plus so einen Zustand H fürs Anhalten. Und wenn man der am Anfang ein leeres Band gegeben hat, überall Blank-Symbole, hat sie loslaufen lassen, dann hat sie da irgendwie, ist sie da hin und her gelaufen und irgendwann hielt sie an und dann standen da sechs Einsen auf dem Band. So, das können wir jetzt verallgemeinern. Sie dürfen nicht drei Zustände plus den Haltezustand, wo nichts mehr weitergeht, benutzen, sondern im Allgemeinen N-Zustände. Und die Frage, und wieder am Anfang, das Band ist komplett leer. Und Bandalphabet ist nur Blank, Symbol und 1, ja, nur ein weiteres Symbol. Und jetzt lässt man die Turing-Maschine laufen und dann kann man sich fragen, okay, wie viele Einsen schafft man denn so? Mit drei Zuständen haben wir gesehen, gehen sechs, mit vier Zuständen, mit fünf Zuständen, mit sechs Zuständen. So, dass am Ende so viel Einsen
auf dem Band stehen und die Turingmaschine dann noch hält. Wenn sie nicht mehr halten muss, ja, dann kann sie halt unendlich viele Einsen schreiben, sozusagen. So. Und dann gibt es die sogenannte Busy Beaver Funktion oder RADO Funktion, so heißt die üblicherweise. Können Sie erstmal hinschreiben, definieren, nämlich Busy Beaver von N ist das folgende: Sie nehmen solche Turing-Maschinen mit N Zuständen plus dem einen Haltezustand, Bandalphabet, Blank und 1. Und BB von N soll sein die maximale Anzahl von Einsen, die Sie kriegen können mit einer Turing-Maschine, die so viele Einsen auf ein anfangsleeres Band schreibt und dann am Ende noch stehen bleibt. Die maximale Anzahl Einsen, die Sie erzeugen können sozusagen mit N-Zuständen und am Ende halten. Und ein fleißiger Beaver ist eine Turing-Maschine, die so viele Einsen schafft, diese Maximalzahl. Frage, ja, was ist denn die maximale Anzahl von Einsen, die man auf dem Band erzeugen kann? Mit einem Zustand, mit zwei Zuständen, mit drei Zuständen. Na, die ersten Werte sind ganz einfach. Mit einem Zustand können Sie es nur eine Eins schreiben. Sie müssen ja am Ende noch halten, da geht nicht mehr. Da guckt man sich alle möglichen Turing-Maschinen an. Das ist harmlos. Mit zwei Zuständen, das Beste, was man schafft, sind vier Einsen. Das hat Herr Rado 1963 bewiesen. Wahrscheinlich, ich habe mir den Beweis nicht angeguckt, durch Angucken aller möglichen Turing-Maschinen. Für drei Zustände, sechs Einsen ist das Beste. Also die Turing-Maschine, die wir eingangs gesehen haben, die sechs Einsen schreibt, ist ein fleißiger Beaver. Ja, mit drei Zuständen plus Haltezustand, sechs Einsen. Wie viel schafft man mit vier Zuständen? Da weiß man auch noch das Maximum. Das hat aber noch ein paar Jahre gedauert, bis das jemand herausgefunden hat und bewiesen hat. Und naja, die maximale Anzahl Einsen, die man schafft mit vier Zuständen, ist 13. Fünf Zustände. Also stellen Sie sich vor, Sie dürfen fünf Zustände verwenden, plus den einen für es geht nicht mehr weiter. Und Sie sollen auf ein anfangsleeres Band möglichst viele Einsen schreiben und dann noch stehen bleiben. Also auch die 13 Einsen mit vier Zuständen werden Sie so schnell nicht finden. Die Frage ist, was schaffen Sie mit fünf Zuständen? Nun, was das Beste ist mit fünf Zuständen, das weiß man schon nicht mehr. Man weiß nicht, was das Optimum ist. Man kennt nur eine Turing-Maschine, die schreibt eine ganze Anzahl Einsen. Und das Maximum kann dann höchstens größer sein noch oder gleich groß. Und diese Maschine schafft 4098 Einsen. Wohlgemerkt, die hat fünf Zustände, nur. Das Band ist am Anfang leer. Und dann läuft sie los, macht viele Schritte übrigens. Das sind, ich glaube, ein paar hunderttausend oder ein paar Millionen Schritte. Und dann bleibt sie irgendwann stehen und hinterlässt 4098 Einsen auf dem Band. Das ist eine Maschine von den Herren Marxen und Buntrock von 1990. So. Die macht so viele Schritte, na, das geht noch irgendwie. Kann man noch simulieren. Mit sechs Zuständen. Auch hier, man weiß nicht, was ist die maximale Anzahl Einsen. Man kennt nur eine Turing-Maschine, die eine gewisse Anzahl Einsen schreibt. Und Sie können jetzt ja mal überlegen, was Sie meinen, wie viele Einsen das so ungefähr sind. Also jetzt von 4 nach 5, das ging ja schon ganz ordentlich hoch, von 13 auf mindestens 4098 Einsen, die man schafft. Was schafft man mit sechs Zuständen? Jemand bietet 10 hoch 28, 54.000, 1 Million. Ja, das sind schöne Angebote im Chat, aber ich darf Ihnen sagen, sie sind viel zu bescheiden. Die Turing-Maschine 42, ja. Ja, das ist klar, dass man das schafft, denn man schafft man ja schon mit fünf Zuständen. Ne? Nein, es gibt eine Turing-Maschine mit sechs Zuständen. Wenn man die ansetzt auf das leere Band, dann macht die viele Schritte und hinterlässt am Ende mehr als 10 hoch 18.267 Einsen und macht dafür mehr als 10 hoch 36.000 Zugschritte.
Das sind so absurd viele Einsen, so absurd viele Schritte. Das kann man überhaupt nicht mehr Schritt für Schritt simulieren. Da muss man sich ganz schlaue Gedanken machen, wie man das überhaupt herausfindet. Ja. Und stellen Sie sich das vor, ja, eine Turing-Maschine, es gibt eine Turing-Maschine, die hat 6 Zustände plus den einen fürs Halten. Das Band ist am Anfang leer und die macht 10 hoch 36.000 Schritte und dann bleibt sie erst stehen. Ich hoffe, das macht Ihnen klar, stehen bleiben. Also das Halteproblem lösen, herausfinden, ob eine Turing-Maschine hält, ist nicht einfach. Warum steht hier echt größer und nicht größer gleich? Ach na ja, weil das nach unten abgerundet ist. Also man kann die Zahlen, glaube ich, noch genauer. Ist ja nicht so wichtig. Ja? Ist einfach eine große Zahl. So, und wie man sieht, also diese Funktionswerte werden anscheinend sehr schnell sehr groß. Und tatsächlich werden sie so schnell groß, dass man beweisen kann, diese Busy-Beaver-Funktion kann nicht berechenbar sein, denn egal welche berechenbare Funktion Sie hernehmen, also wenn Sie sowas hinschreiben wie 10 hoch 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 n, das ist schon eine sehr schnell wachsende Funktion. Aber man kann beweisen, die Busy-Beaver-Funktion, vielleicht für die ersten kleinen Argumente ist sie noch kleiner, aber ab irgendeinem N0, die Busy-Beaver-Funktion hat größere Funktionswerte. Und das gilt für jede berechenbare Funktion. Irgendwann sind die Funktionswerte größer, das heißt, diese Funktion ist nicht berechenbar. Es gibt keine Turing-Maschine, es gibt kein Java-Programm. Nicht berechenbar, sie wächst schneller. Sie wächst auch schneller als die Ackermann-Funktion, in der Tat. Oder Ackermann von Ackermann von Ackermann oder irgendwie etwas. Solange Sie etwas hinschreiben, wofür Sie ein Java-Programm schreiben können oder eine Turing-Maschine bauen können, es wird langsamer wachsen. Also das bitte mitnehmen. Das Halteproblem ist unentscheidbar, ja. Und nicht nur das Halteproblem, sondern auch erstmal salopp, viele andere Probleme sind unentscheidbar, also erstmal bei Entscheidungsproblemen. Sie wollen nur eine Antwort, ja, nein. Und bei Funktionen dann, also komplizierteren Problemen mit anderen Funktionswerten, es gibt auch jede Menge Dinge, die nicht berechenbar sind. Das ist keine Überraschung, denn es gibt nur so so viele Turing-Maschinen, wie es natürliche Zahlen gibt, aber Abbildungen gibt es viel mehr, so viele wie reelle Zahlen. Die meisten können gar nicht berechenbar sein. Und auch bei den Entscheidungsproblemen, es ist ganz klar, es gibt nur abzählbar unendlich viele Turing-Maschinen, aber überabzählbar unendlich viele Entscheidungsprobleme. Die meisten können nicht berechenbar sein, können nicht entscheidbar sein, algorithmisch. Nur was man hier sieht, ist jetzt eben auch, es gibt auch interessante Probleme, also das Halteproblem, Endlosschleifen finden, das würden Sie eigentlich gerne algorithmisch lösen. Äquivalenz von Programmen, aber es geht nicht. Es gibt auch interessante Probleme, die Sie algorithmisch nicht lösen können. Und das sind dann die Probleme, wo man sie braucht und nicht dumme Programme. Ja? Da muss man halt mit Kreativität rangehen und für die konkreten Fälle, die einen interessieren, das Richtige tun. Und diese Busy-Beaver-Funktion nur so am Rand, die wächst jetzt sehr schnell, ja. Aber also es gibt keine am schnellsten wachsende Funktion. Wenn Sie eine schnell wachsende Funktion haben, wie Busy Beaver von n, dann nehmen Sie als nächstes 2 hoch Busy Beaver von n. Dann haben Sie eine schneller wachsende Funktion. Und das können Sie immer wieder machen. Ja? Es gibt keine am schnellsten wachsende Funktion. Nicht bei allen. Und bei den berechenbaren Funktionen auch nicht, weil sie da das Gleiche machen können. Wenn f von n berechenbar ist, 2 hoch f von n ist auch berechenbar. Ja? Gut. Kleiner Scherz noch am Rande. Es gibt eine lustige Geschichte über dampfgetriebene Turing-Maschinen. Klicken Sie da mal hin, hier auf den Link hier oben. Das ist Herr Ruzzo oder Ruzzo oder ich weiß nicht, ein Professor an der Uni in Washington. Ja, dann gucken Sie sich das mal an. Ist ganz nett. Aber wir kommen jetzt zum Ende der Vorlesung. Für heute. Also Abschluss dieses Kapitels, ne,
Bei manche Probleme sind algorithmisch lösbar, aber sie zu lösen ist vielleicht unterschiedlich schwierig. Manche brauchen n-Schritte, manche n-Quadrat, manche n hoch 3. Es gibt Probleme, die brauchen anscheinend ganz viele Schritte. Und es gibt Probleme, da können Sie beweisen, dass Sie es überhaupt nicht mit Algorithmen können. So. Und damit sind wir am Ende dieses Kapitels. Und wie am Anfang schon gesagt, jetzt nicht weglaufen, sondern ich beende jetzt die Präsentation meiner Folien und Herr Zeitz wird übernehmen und Ihnen noch was über ICPC erzählen. Dankeschön. Hallo, ich darf noch kurz Werbung für ICPC machen. ICPC, das steht für International Collegiate Programming Contest und ist quasi sowas wie Unisport für Informatiker. Anstatt sich zu bewegen, darf man am Rechner sitzen, ist komplett Corona-konform und es ist ein relativ großes internationales Wettbewerbsformat für Leute, die gerne algorithmische Probleme lösen. Ihr seht hier die Karte mit ein paar Locations, wo wir schon Teams vom KIT hingeschickt haben. Das ist eine relativ große Sache. Es fängt an mit Trainings und lokalen Wettbewerben an den Unis. Dann gibt es einen deutschlandweiten Wettbewerb, den GCPC, wo unterschiedliche Unis aus Deutschland gegeneinander antreten oder Teams aus den Unis. Dann gibt es hier die Regionalwettbewerbe, wo ihr die Karte hier auch seht. Wo dann die besten Teams aus Nordwesteuropa gegeneinander antreten, einmal im Jahr. Und die besten Teams davon werden dann auf die World Finals geschickt. Und wir haben auch schon mal KIT-Teams auf die World Finals geschickt. Und beim N-Werk sind wir regelmäßig dabei. Genau. Und da kommt man dann auch mal, wenn man da gerade dabei ist, auf Unikosten quer durch Europa. Zuletzt waren die Wettbewerbe in Eindhoven. Leider ist jetzt natürlich alles online, aber das kann natürlich auch wieder vorbeigehen. Genau, worum geht es beim ICPC? Es geht darum, in einem Dreierteam kleine als Rätsel verpackte algorithmische Probleme auf Zeit zu lösen. Und zu lösen heißt, man muss irgendwie dieses Rätsel verstehen, dann muss man einen Algorithmus, der dieses Rätsel dann oder der Eingaben für dieses Rätsel löst, schnell und korrekt hinprogrammieren, den auf eine Testplattform laden. Die Testplattform schickt dann jede Menge unterschiedliche Inputs in das Programm, schaut, ob das richtige Ergebnis rauskommt und ob es schnell genug ist. Das heißt, es versucht so ein bisschen die asymptotische Komplexität zu ermitteln. Und wenn es alle diese Kriterien erfüllt, dann hat man das Problem erfolgreich gelöst. Und man hat dann in so einem Wettbewerb ein paar Stunden Zeit, möglichst viele dieser Probleme möglichst schnell zu lösen. Genau. Und wenn ihr Spaß am Programmieren und Spaß am Lösen von algorithmischen Problemen habt, dann könnte ICPC genau das Richtige für euch sein. Und weil wir mit dem KIT da eben auch immer Teams zu diesen Wettbewerben schicken wollen, haben wir ein Praktikum, wo wir Studenten darauf vorbereiten, sich an diesem Wettbewerbsformat zu beteiligen. Das Praktikum findet im Sommersemester statt. Wir behandeln sowohl Algorithmen in der Theorie als auch das praktische Programmieren, vor allen Dingen in C++. Java kann man auch benutzen, aber C++ ist meistens die praktischere Sprache. Das heißt, das kann man da auch lernen. Wir bereiten euch auf dieses Wettbewerbsformat vor und ihr bekommt für den ganzen Spaß auch noch 4 ECTS. Und es ist die ideale Ergänzung zur Algorithmen-1-Vorlesung im nächsten Semester. Das heißt, ich finde, es ist eine der Veranstaltungen mit der höchsten, also mit der besten Spaß zu ECTS-Punkte Verhältnis. Genau. Und die Anmeldung für, also dieses Praktikum ist immer relativ schnell ausgebucht. Wir schalten die Anmeldung am Montag, den 22.02. um 9 Uhr frei. Das läuft alles über Ilias. Aber falls euch das jetzt alles noch ein bisschen zu unspezifisch und unvorstellbar ist, haben wir vorher noch den Get Connected. Das ist ein Schnupperwettbewerb, der nächste Woche Freitag stattfinden wird, von 14 bis 18 Uhr, komplett online. Und der ist offen für alle. Da könnt ihr euch einzeln oder zu zweit per Mail an mich
anmelden und dann dieses ICPC-Format einfach mal ausprobieren für euch. Genau. Und wenn ihr noch mehr zu ICPC am KIT oder ICPC überhaupt wissen wollt, dann könnt ihr auch gerne mal unsere Webseite icpc.it.kit.edu besuchen. Genau. Also, get connected nächsten Freitag und das Praktikum im Sommersemester. Jetzt sehe ich hier gerade noch Fragen im Chat. Das Praktikum besteht aus 2 Terminen pro Woche. Ein Theorietermin, wo wir im Vorlesungscharakter verschiedene Themen behandeln, algorithmische Themen, die ein bisschen über das hinausgehen, was man in Algo 1 macht. Und dem Praxistermin, der besteht aus 2 Blöcken, also sind 3 Stunden am Stück. Und da werden Aufgaben programmiert und gelöst. Genau. Es gibt aber keine Klausur am Ende, sondern man muss einfach hinreichend viele Aufgaben im Praktikum lösen. Genau. Das Praktikum ist zugänglich für Informatik- und Mathematikstudenten regulär und dann sind bestimmt auch immer Sachen möglich, wenn man sich mit dem Sekretariat abspricht. Genau. Ja. Arbeitsaufwand korrespondiert zu den 4 ECDS-Punkten, sind 3 Blöcke pro Woche. Und die 3 Blöcke und es gibt keine Klausur am Ende. Die ECTS-Punkte, welche Kategorie? Keine Ahnung. Das müsstet ihr im Modulhandbuch nachschauen. Oder also weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Dazu bin ich zu wenig in den Abläufen drin, die das im Studium ist. Und das Praktikum kann man im kompletten Bachelor machen. Aber im 2. Semester ist es ideal, weil es eben so gut zu Algo 1 passt. Gut. Wenn es noch weitere Fragen gibt, dann jetzt in den Chat. Ansonsten freue ich mich, wenn ich viele von euch beim Get Connected oder dann im Praktikum kennenlerne. Ja, ich habe noch eine Frage hier zu mir persönlich im Chat gekriegt, nämlich ob man für das Get Connected schon C++ können muss. Nein, muss man nicht. Also man kann das ganze Praktikum über Java verwenden und auch beim Get Connected. Nur was wir den Leuten beibringen im Praktikum ist überwiegend C++, weil es häufiger die praktischere Sprache ist für diese Art von Problemen. Aber das ist nie zwingend. Ah, und eine Frage, die ich auch noch gekriegt habe, beantworte ich selber. Nein, das ist kein Ersatz für Algorithmen 1. Das ist höchstens etwas Zusätzliches. Genau, und hier kam jetzt noch die Frage, ob sich das auch für Mathematiker Erstsemester lohnt. Definitiv. Mathematiker haben auch immer viel Spaß am ICPC. Die müssen sich ein bisschen mehr ins Programmieren reinbeißen. Dafür haben sie oft irgendwie können sie viele algorithmische Probleme einfach sehr, sehr gut lösen. Also oder zumindest die Lösungen sich ausdenken und dann haben sie meistens ein, zwei Infos mit dem Team, die Sachen dann hinprogrammieren. Also nochmal, nein, es ist kein Ersatz für Algorithmen 1, es ist nur ein sehr praktischer Zusatz. Das ICPC ist eine Wahlveranstaltung, also keine Pflichtveranstaltung. Algorithmen 1 ist eine Pflichtveranstaltung für Informatiker. Und C++ muss man nicht können, um am Get Connected teilzunehmen. Wirtschaftsinformatiker weiß ich nicht, müsstet ihr in euer Modulhandbuch schauen, beziehungsweise bei uns im Sekretariat mal nachfragen oder mir eine Mail schicken, dann können wir das rausfinden. Im Praktikum arbeitet man erstmal alleine. Die
die Teambildung für die Wettbewerbe ist dann nochmal passiert in einem späteren Schritt. Im Praktikum geht es erstmal darum, das alles alleine hinzukriegen. Anmelden fürs Praktikum kann man sich ab Montag, den 22.02. um 9 Uhr über Ilias. Gut, ich glaube, dann sind jetzt alle Fragen beantwortet. Und dann wünsche ich einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende allerseits.